Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich in der Landfahrtstube hocke, kommt mir immer der Herzstark ins Sinn. Herzstark, das ist der Film, den wir hinten gedreht haben. Wir haben glaub, so ziemlich alles umgestellt. Wir haben den Dolly aufgestellt, wir sind umgefahren und haben das da hinten gedreht. Also mir, ich habe noch das Making of gemacht, natürlich mir, ist der Kuno Bund mit dem Daniel Schierscher. Und wenn ich heute so reinkomme bin mit diesen beiden Herren, links der Herbert Wümier, rechts der Andreas Schwarz, auf das kommen wir noch, was sie Funktionen hier bekleidet. Und ich hier mit diesen beiden in die Landfahrtstube reinkomme, wir haben uns gerettet vor der Sonne, es ist schön Wetter, Umschloss rum, und drinnen, eben, haben wir es ein bisschen kühler, da ist doch der Herbert umgespeidet und der Andreas mit und alles haben wir umgestellt und umgestellt und jetzt sitzen wir da und sollten mal irgendwie ein bisschen quackeln und knarren. Wir sind im Schloss Werdenberg und dort knarrt und quackelt es halt immer mal. Das macht es ja auch lebendig. Und die beiden, die hier bei mir sind, das sind Freunde des Schlosses Werdenberg. Und ich frage vielleicht das erste Mal der Herbert, warum ist zu diesen Freunden gekommen? Also warum bist du Freund? Warum gibt es den Verein? Ja, wo das Schloss 2007 an einer neuen Bestimmung übergeben worden ist, hat dann die Verantwortlichen das Gefühl gehabt, es wäre doch hilfreich, einen Freundeskreis zu haben, einen Verein von Freunden, die positiv dem gegenüberstehen, was auf dem Schloss passiert. Und das ist dann so gekommen, dass 2012 der Verein gegründet worden ist, Freunde Schloss Werdenberg. Wir sind jetzt im 5. Jahr, haben in der Zwischenzeit fast 400 Mitglieder und ich meine, wir sind gut unterwegs. 400 tönt es auch sehr viel. Ich war schon bei Vorstellungen da, wo es bei Hutten war, nicht 400 Leute hat, weil es einfach auch nicht Kapazität hat für 400. Mhm. Also 400 Freunde heisst, in diesem Verein gibt es 400 aktive Mitglieder. Oder ist man denn aktiv? Oder was heisst das, wenn man drin ist? Oder was muss man da bieten? Also die Idee des Vereins ist, dass die Freunde den Betrieb auf dem Schloss ideell und finanziell unterstützen. Das heisst nicht, dass jetzt die Freunde alle an den verschiedenen Anlässen dabei sind, aber sie sind positiv gegenüber am Betrieb auf dem Schloss eingestellt, haben Interesse daran und natürlich auch eine kritische Position, die auch in der Ordnung ist. Ja, und dann haben wir bei uns den Andreas Schwarz. Und der Andreas Schwarz, den kenne ich auch von meinem Sohn, ist mit meinem Sohn in die Schule gegangen. Und dann auf einmal habe ich gesehen, du bist ja stellvertretender Leiter vom Amt für Kultur. Das heißt, du hast eine Doppelfunktion. Du bist Freund und offiziell. Also, ist das eine schwierige Funktion? Das ist manchmal nur im Kopf ein schwierig, aus welcher Position ich es jetzt anschaue. In der Praxis ist das eigentlich gar kein Problem. Nein. Du bist ja da aufgewachsen. Das bedeutet dir das Schloss jetzt etwas anderes, seit du St. Gallen stellvertretender Amtsleiter bist und jetzt noch Freund vom Schloss? Es hat mir schon vorher angefangen auffallen, dass sich von meinem persönlichen Zugang etwas verändert. Nämlich, seit ich im Forum Schloss Werdenberg, hat das hier geheissen, unter der Leitung noch von Kuno Bond, angefangen habe, aktiv mitzuarbeiten. Das habe ich vor dem Engagement beim Amt für Kultur gemacht. Und mir ist dort schon aufgefallen, dass, wo die Aktivitäten auf dem Schloss angefangen haben, dass sich etwas angefangen hat zu verändern, dass nämlich neue Gesichter auf dem Weg ins Schloss gefunden haben, junge Familien, dass sich Leute mit dem Schloss und mit den Themen, mit der Kunst und Kultur, die da oben stattfindet, auseinandersetzen haben angefangen, die das vorher nicht haben. Und das ist mir am meisten aufgefallen. Meine ersten Begegnungen mit dem Schloss waren in einer Pfadi-Uniform, wo man da rundherum herumgestrielt ist. Und das ist dort so ein mystischer Ort gewesen, vielleicht, weil er nicht so zugänglich war. Und das regt Fantasie natürlich auch. Und jetzt, wo es zu einem lebendigen, wieder zu einem Ort von der Gegenwart geworden ist, meinte ich, ist das Leben überdeutlich da oben. Ja. Du, einfach mal beide gefragt, seid ihr auch schon mal so in der Nacht da drin gewesen? Am Abend gespart mindestens. Nie fast da übernachtet. Und es hat mindestens also die Möglichkeit gegeben, um im Schloss zu übernachten. Das war während der letzten Jahre im Ideale. Das waren relativ wenige, die diese Chance bekommen haben, hier in dieser mystischen Umgebung können schlafen und sich aber auch mit Musik und mit der vorzüglichen Bedienung zum Morgenessen da können zu föhnen lassen. Also hast du gerade geschlafen? Da hat man geschlafen, sind schon im Bett aufgestellt und wunderbar geschlafen.
Und der Schlossgeist? Ja, der hat sich eigentlich nicht so gezeigt, oder? Zum Erstaunen von vielen, aber einige sind auch froh gewesen. Weißt du, wir haben die Stipendiate zu 17. Das war eine dort, die ganz ein weisses Bild gemacht hat. Wir haben darüber berichtet und sie hat hier übernachtet und sie hat dann einfach gefunden, der Geist von wem auch immer, der ist da noch irgendwie. Hat sich gerade dann auch etwas von der Mirella Weingarten einreden lassen. Mirella hat dann ein bisschen besänftigt und gesagt, oh, man munkelt nur. Aber bei ihr ist es ein bisschen Windel und Hexe. Also, du bist natürlich Chemiker, gell? Du bist sachlich orientiert, du hast sicher nicht gemerkt, dass es wirklich Liebe gibt im Zwarren, der gezittert hat. Das ist nicht so übermittelt worden, nein. Das ist eine gute Stimmung, ja. Andreas, du hast kleine Kinder. Gehst du mit diesen kleinen Kind hier über Nacht her? Oder es ist ein Kind hier mal schlafen mit deiner Frau? Ja, also wenn der Papa in der Nähe ist, dann dürfte das wahrscheinlich kein Problem sein. Ja. Also geben wir ein bisschen schützender ja, Mensch, muss schon da sein. Natürlich. Also Schloss bringt ja mit den Rittern eine gewisse Rauheit in der Geschichte mit sich. Und das spürt man nicht zuletzt, wenn man auf sperrige Holzmöbel sitzt. aber von einem Schlossgeist hätte ich jetzt auch noch also nur gehört davon. Also, wenn man so schaut, man hat ja auch neue Schriften gefunden, wenn man dies und jenes mal genauer untersucht, wenn man renoviert und ihr habt ja auch zünftig restauriert und renoviert, stoßt man schon immer wieder auf irgendetwas. Das ist schon interessant, nicht? Das ist ja so. Also Schloss birgt in dieser langen, langen Geschichte, in diesen über wahrscheinlich 800 Jahre, die dokumentiert sind, sehr viel Geheimnis mit sich. Nicht zuletzt in verputzten Fensternischen, wo nachher schöne Schuhe aus dem 15. oder 16. Jahrhundert zum Vorschein kommen, die versteckten Wandmalereien, wo die Freunde auch helfen können, um die wieder zum Vorschein zu bringen. Da gibt es noch einiges zu entdecken, da bin ich überzeugt. Katrin, was ist deine Chefin? Hat sie nicht mal gelacht? Weißt, wenn du ein bisschen erzählt hast, so von deinen Jugendjahren im Schloss drin? Von den Jugendjahren im Schloss habe ich noch nicht viel erzählt. Nicht, aber Katrin lacht herzlich über sehr vieles. Ich schätze das sehr, so eine gut gelaunte Chefin können zu haben. Das ist eine sehr schöne Sache. Und natürlich auch über schöne Anlässe, was ihr im Schloss auch sehr gefallen natürlich. Und Katrin hat darum ins Spiel gebracht, weil das Amt hat sich auch weit zum Fenster rausgelehnt, gell, wo man gesagt hat, wir unterstützen das Schloss auf ganz spezielle Art und Weise. Also da ist zuallererst der Kanton zu nennen, weniger das Amt, wo der Kanton das Geschenk von der Frau Hilti angenommen hat, ist von der Bedeutung vom Schloss her automatisch eine Verpflichtung damit einhergegangen. Und meiner persönlichen Meinung und auch der Politik, die seitdem verfolgt worden ist, ist es nur angemessen, wenn man so einem Kulturjuwel von nationaler Bedeutung auch entsprechend Sorge hat. Herr Bert, du bist ja schon längere Zeit hier, dem Werdenberg daheim. Übrigens, der Biolehrer hat immer gesagt, das Werdenberg sei das grösste Inzuchtgebiet. Biologisch erwiesenermaßen von ganz Europa. Also, damit dir jetzt klar ist, wo du so bist und wo so sitzt, wo der Ursprung ist. Also, wie erlebst du das Schloss, seit du Freund bist? Ist es auch ein bisschen anders, oder? Ja, es ist sicher in dem Sinn anders, dass ich mich intensiver mit der Thematik beschäftige. Mit dem Schloss, dass ich oft da bin, dass ich auch Details, die da in dem Schloss sind, dass ich die bewusst suche und aufnehme und mich auch mit der Geschichte vom Schloss natürlich mehr befasse. Und gell, wenn wir da so ein bisschen drauf schauen, dort hinten ist es noch ein bisschen eine Verbauung. Hoppla, jetzt bin ich gerade ein bisschen umgewackelt mit der Kamera. Das ist, glaube ich, immer noch von den Stipendiaten, der Umbau. Aber vorher war dort hinten auch mal so ein Bett gewesen. Und hat auch ein Pipilotterist, auch ein Einheimischer, hat das Bett beleuchtet. Das kann man immer noch anschauen. Die Installation, die steht und die läuft immer, wenn das Schloss offen ist. Ist das nicht fast ein bisschen eine Schandtat, so etwas in so ein Schloss hinzubringen? Schloss soll offen sein für alte Kultur, für neue Kultur. Und Pippi Lotterist ist natürlich ganz eine prominente Vertreterin von einer neuen, modernen Kultur. Und wir sind stolz, dass sie eine Installation gemacht hat, die jetzt hier im Schloss gezeigt werden kann. Weißt du, sie hat nur so zugeblinzelt, als sie die Installation gemacht hat. Und das Gefühl gehabt, ja, und hat dann hinterher auch gemunkelt. Ich kann ja da Mirella auch mal ein bisschen kopieren. Eben, dass das auch nicht so schlosskonform ist. Also für dich gibt es keine Schlosskonformität. Also da ist sehr vieles möglich. Da ist sicher sehr vieles möglich. Ich würde so sagen, es ist nicht alles möglich, aber es ist sehr viel möglich. Was ist denn zum Beispiel nicht möglich vom Amt her?
Vom Amt her, also ich kann mich da am Herbert nur anschliessen, es ist der Einzelfall, den man müsste anschauen müsste. Was schon immer eine Linie war von der Kulturpolitik des Kantons, ist, dass die Anlässe der Würde vom Ort entsprechen müssen. Das gilt für Schloss Werdenberg, wie für das alte Bad Pfeffer und den Stiftsbezirk eben gleichermaßen. Jetzt kann man natürlich im Einzelfall darüber streiten, da gibt es auch prominente Beispiele, wo seit Jahren darüber diskutiert wird, ob das angemessen ist oder nicht. Schlussendlich ist meine persönliche Meinung, dass etwas, das nicht eklatant gegen die Würde vom Ort verstoßt, wo ein Ort nicht in seiner Substanz verändert, in seinem Charakter grundsätzlich verändert, dass das muss, wie soll ich sagen, aushaltbar sein, dass es dazu gehört, dass man mit künstlerischen Positionen auch bestehende Werte hinterfragt. Wenn das wegfallen würde, dann würde das Stillstand bedeuten. Und ich meine, das kann man sich definitiv nicht leisten. Kann man sich denn leisten? Ihr seid jetzt quasi der Herr über das Schloss. Also ihr definiert den Schuss natürlich, der, was aber möglich ist. Kann man sich leisten, am Fuß vom Schloss etwas zu machen? Es ist immer Diskussion. Was darf man nicht wegen der Lärmbelästigung? Im Schloss war immer eine Diskussion, was darf man für schutzpolizeilichen Gründen? Und natürlich ist ganz klar die Notausgänge. Man muss auch immer stimmen, von der Anzahl Leute überhaupt dürfen drin sein. Also kann man sich am Fuß vom Schloss etwas leisten? Haben dort auch Möglichkeiten? Also grundsätzlich ist sehr vieles auch privates Gebiet am Fuß vom Schloss tun. Es gibt da und dort Ecken, wo tatsächlich mehr Platz bieten für Darbietungen, haben auch schon stattgefunden. Was aber dort zu berücksichtigen ist, ist, dass Städtli außergewöhnlicherweise ja noch bewohnt wird von den Stadtnern. Die haben einen berechtigten Anspruch auf ihre Nachtruhe zum Beispiel, auf nicht übermäßige Emissionen. Das gilt sicher zu berücksichtigen. Für andere Events, da würde ich dann eher auf die andere Seite vom Marktplatz blicken, wo es einen ansprechenden Platz hat für verschiedene Veranstaltungen, wo man vielleicht auch noch so ein bisschen anders nutzen könnte, dass das Schloss insgesamt besser ins Licht gerückt wird. Habt ihr Möglichkeiten, zu euch einzusetzen, dass vielleicht eben gewisse Sachen möglich sind oder nicht möglich sind? Habt ihr da Mitspracherecht, Herbert? Ja. Also grundsätzlich ist ja der Verein Schloss Werdenberg, Geschäftsleitung von dem Verein, verantwortlich für das operative Programm. Und das Programm wird auch von der Geschäftsleitung selbstständig definiert. Wir werden sicher angehört, wir bringen unsere Ideen ein. Aber umsetzen und entscheidet die Geschäftsleitung. Dann hat es jemand Kritik wie vor und hat vorher der Andreas angesprochen, erwähnt. Ich nehme es nicht, der Andreas bei dieser Frage quasi dran, weil das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Man hat es ein bisschen vermisst, im Forum sind ja sehr viele lokale, kommunale Leute vertreten gewesen. Das Forum ist jetzt so eigentlich nicht mehr, dann ist Kritik gekommen, warum hat man das angeschafft, möchte man jetzt alles irgendwie international machen, weggehen, möchte man die Region, die Künstlerinnen und Künstler da sind, nicht mehr berücksichtigen. Wie siehst du das? Ja, das ist ja eine Entwicklung, die so eine Organisation mitmacht. Ohne uns zutun. Ohne uns zutun. Ja. Und die Entwicklung hat sich jetzt organisch so ergeben, dass die Aktivitäten, die das Forum vertreten hat, jetzt in der gesamten Organisation drin sind. Und darum jetzt die Aufspaltung zwischen dem Forum und der Aktivität Geschichte und Museum in einem jetzt sind. Aber so deine Handbewegungen gesehen, ja, hast du wieder etwas verflechtet, was ich etwa mal schlecht verflechten lässt, dass das allen Leuten recht getan ist, manchmal schwierig, ne? Das sehe ich jetzt gerne nicht so, nein. Super, ich bin ja. Ich bin der Meinung, dass sich das in der Zeit, wo jetzt das so aufgeleistet ist und läuft, dass sich das sehr gut bewährt hat. Und dem Nicken von Andreas angenommen, darf ich jetzt ihn auch fragen, wie siehst du das? Also ich kann das nur ergänzen und ich stimme dem Wort von Herbert absolut zu. Gerade zum Beispiel das Format der Museumtag zeigt ja, dass innerhalb des Konstrukts der Museen der Thomas Gnägi schafft mit der Porträtierung von verschiedenen lokalen Vereinen die Brücke zu schlagen. Und auch im Übrigen das Einbinden von regionalen Kunst- und Kulturschaffenden funktioniert in den letzten Jahren hervorragend. Man kann gerade dieses Jahr auf einen Adrian Scherer verweisen, auf einen Fuchs aus dem Ganserland, der mit seinen eindrücklichen Fotos gekommen ist. In der Vergangenheit die Einbindung von der Nadja Räs in einer Selbstverständlichkeit und. Frau Künzel mit ihren Wandteppich, das funktioniert. Der Beweis, dass die Region gut eingebunden ist, ist erbracht. Über das Ausmaß und die Intensität kann man natürlich immer streiten, aber wie der Herbert schon gesagt hat, das ist ein Prozess, der stattfindet. Das ist nicht festgeschrieben. Kannst du dich hier einbringen als stellvertretender Amtsleiter?
Da und dort, ja. Aha, du hast auch? Ja, natürlich. Also nur schon aus eigenem Engagement, weil ich mich, wie gesagt, schon vor der Anstellung beim Amt im Schloss engagiert habe. Mir liegt die Geschichte vom Schloss am Herzen. Mir ist es nicht gleich, was da oben passiert. Und darum kommentiere ich oder unternehme auch an dieser Diskussion gerne teil, die innerhalb des Amts stattfindet, tatsächlich. Der Peter Fuchs hast du erwähnt, ist tatsächlich zwar eine Stadtei, aber ist natürlich lange Zeit in Seewon, also hier in der Region teils als Fuchs, oder? Also das sind es wirklich regionale, ja, der Entscherren natürlich auch, oder? Eben, also das heisst, auch die regionale Künstlerinnen, Künstler können sich einbringen. Mireille hat zum Beispiel bei den Stipendiaten ganz klar darauf hingewiesen, könnten auch regionale Stipendiaten sein, auch schweizerische, aber die melden sich nicht, also. Das ist so. Dass, ich persönlich bedauere das sehr. Das ist ein Phänomen, das man feststellen kann, dass viel oder der überwiegende Teil der Stipendiatenbewerbungen aus dem Ausland kommen. Das mag mit unterschiedlichen Gegebenheiten innerhalb des Kultur- und Kunstmärkte nicht zuletzt zu haben. Das sind, ich vermute, das könnte handfeste ökonomische Gründe sein, wieso das für ausländische Kunstschaffende interessanter ist, sich zu bewerben, hingegen für Schweizer nicht. Das können aber auch rein praktische Gründe sein. Nicht von ungefähr kommt der Spruch, dass warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Das weist darauf hin, dass man das Gute in der Nähe überschaut. Dass es vielleicht in der Schweiz noch zu wenig bekannt ist, dass es sich lohnt, um ins Werdenberg zu kommen, um da zu arbeiten. Möglich, ich weiß es nicht. Die Entwicklung wird aber von der Geschäftsleitung intensiv beobachtet und ist auch bei uns im Amt natürlich auf dem Radar. Das heisst, dass der berniale Blick, gerade auch wie er mediale schafft, auch irgendwie ein werdenbergiale, dass man unter Umständen das Schloss auch etwas anders sieht? Ich hoffe schwer und das ist ja genau beabsichtigt. Also nicht zuletzt durch den Einfluss von den Leuten, die von auswärts ins Werdenberg kommen, die einen fremden Blick bringen und das durch ihre Kunst und ihre Schaffen ausdrücken, soll das Denken bei den Lokalen natürlich angeregt werden. Und wenn der Dialog stattfindet, was gerade über Stipendiaten perfekt funktioniert, meine ich, dann ist das ein Riesengewinn fürs Werdenberg. Abgesehen davon, dass die Botschaft, wie schön dass es da ist, die Idylle, um das Stichwort aufzunehmen, natürlich auch wieder in die Welt rausgetragen wird. Nach Berlin, nach Wien, wo auch immer die Stipendiatinnen und Stipendiaten herkommen. Das sagen natürlich alle, Idylle, Idylle. Und da kommt man einfach immer der Biolehrer ins Sinn, oder? Biologische Wissenmaß, das grösste Inzuchtgebiet. Also Idylle kann auch zu einer Schlafregion werden. Also, wie siehst du das? Also es gibt ja einen Werbeslogan, wo an der Autobahn ist. Und der heisst Rheintal, das Chancental. Und wenn ich schaue, was für Industrie in dem Rheintal ist, Hightech, und wie sich die Industrie entwickelt, dann habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass das eine Schlafregion ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das heute eine Inzuchtregion ist. Wenn ich durch Buchstüren laufe, dann höre ich sehr viele ausländische Sprachen und Dialekte. Und also für das Rheintal habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das zu einer Inzuchtregion kommt. Na, natürlich, inzwischen hast du einen St. Galler Dialekt. Ich habe einen Allerwelts-Ostschweizer Dialekt. Aber also fühlst du dich doch wohl. Ja. Ich wohne schon genügend lang da, ich fühle mich sehr wohl. Ja. 85 Nationen zu Buchs, gell? Also das ist kein Thema, wir sind international. Aber weißt, in dem Schloss, ich weiß nicht, ist es jetzt immer erwähnt, hat der dänische Reisende, der Erik Braun oder so irgendwie geheißen, auf jeden Fall, der hat das Rheintal bereist und gesagt, außer dicken Weibern und faulen Eiern nichts gesehen. Also, das hat sich schon ein bisschen verändert. In dem Fall, ja. Sicher, ja. Ja, ja. Gut, jetzt einfach mal meine Frage, wie kann man denn da, es sind 400 Leute, oder? Wo Freunde des Schlosses Werdenberg sind, also da zahlt man nicht einen Haufen Geld, oder? Also, unser Ziel ist ja, dass der Verein möglichst wachsen tut, damit wir unsere Zweckbestimmung vom Verein auch möglichst gut erfüllen können. Nämlich, das, was auf dem Schloss passiert, zu verankern und auch den Prozess auf dem Schloss zu begleiten. Der Mitgliederbeitrag ist für eine Einzelperson 40 Franken, für ein Paar 60 Franken. Wenn man das vergleicht mit dem, wo ein Mitglied überkommt dafür, dann ist das fast nichts. Die Mitglieder können immer gratis in beide Museen, sei es jetzt hier im Schloss oder im Schlangenhaus. Die Kinder sind ja sowieso gratis. Also das Beste, was Grosseltern machen können, ist bei uns eintreten und mit den Grosskindern die Museen gratis zu besuchen. Das würde ich auch sagen. Und es gibt auch schöne Hörspiele. Also wenn man so alles nutzt, gell? Also dann muss man sagen, hallo,
Es gibt relativ viel, wo man zum Teil dummerweise in der Region gar nicht so weiss. Ja, du sagst es. Mhm. Es ist auch so, dass ein einmaliger Besuch natürlich einfach an der Oberfläche, normalerweise an der Oberfläche bleibt. Wenn man sich für gewisse Sachen jetzt interessiert, dann kann man da eine Stunde, zwei sich an einem Ort verweilen mit diesen Informationen, sei es jetzt an der Hörspiel oder sei es an der Tafel, sich intensiv mit dem befassen. Also ich denke jetzt nur an Karl Hilti, wo wir da außen jetzt einen schönen Stand haben mit all seinen Werken. Also wenn man nochmal zwei, drei Seiten in seinen Büchern will lesen, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, von was eigentlich Karl Hilti redet und woher das kommt, dann ist das eigentlich schon kulturell eine richtige Bereicherung. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, sind natürlich jetzt von dem, wo Mitglieder profitieren, sind exklusive Anlässe. Wir haben jedes Jahr mit den Stipendiaten einen Abend, wo wir mit den Stipendiaten ihr Arbeiten, ihre Arbeit hier auf dem Schloss, aber auch ihr künstlerisches Verständnis können näher kennenlernen, wo man nachher miteinander noch bei einem Nachtessen zusammensitzt. Also ein sehr, sehr schöner Anlass. Wir haben jedes Jahr einen Mitgliederanlass, der für die Mitglieder gratis ist. Wir haben eine attraktive Mitgliederversammlung jedes Jahr und machen noch andere Aktivitäten, zum Beispiel dieses Jahr eine Exkursion nach Spiez, zum Schloss Spiez, zu unserer Partnerorganisation Freunde Schloss Spiez. Also sicher eine sehr attraktive Organisation, die es sich lohnt, dabei zu sein. Muss man einen Ostschweizer Dialekt haben, zum Mitglied zu werden, oder könnte meine Kärntner Verwandtschaft auch weitergehen? Wir haben auch einige ausländische Mitglieder. Wir hoffen natürlich, dass man das auch noch weiter ausdehnen kann. Das Ziel ist aber klar, dass das ein Verein sein soll, der sich in der Region ums Schloss interessiert und da, was auf dem Schloss passiert, in der Region verankert. Andreas, bist du auch schon mit dem Kind wahrscheinlich x-mal da gewesen und hast das genutzt, oder? Ja, natürlich. Von einem wunderbaren Brunch am Sonntagmorgen bis über ein Singapur-Konzert im Bistro drin, wo auch auf dem Schloss kann stattfinden kann, ist jetzt schon begeisternd aufgenommen worden. Ja, jetzt sind wir da gesessen. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange. Ich habe gestoppt. Ist ein bisschen ein spezielles Gefühl, gell, wenn man da sitzt. Also ich bin mir jetzt vorgekommen wie der Landvogt gegenüber auf dem Bänkel. Oder sind jetzt ihr eher gefögt? Oder was hat sich denn da in dieser Stube überhaupt abgespielt? Wisst ihr das? Während der Schlossmediale? Nein, früher, wo die Vögt da waren. Oh. Hat man da getanzt und gumpet und gefestet. Und ja, ich habe mich so gefragt, ich frage mich immer, Landvogtstube, was heisst das? Also das war wahrscheinlich jetzt der Amtsraum vom Landvogt gesehen. Es hat einen Stock tiefer, ist ja der sogenannte Rittersaal. Dort können Besucher ein Hörspiel hören, wie so ein Ritteranlass ausgesehen hat, was man gehört hat, was gelaufen ist. Also wenn man das Schloss besucht und sich jetzt hier einlädt, dann lernt man sehr viel Detail über Geschichte. Möchtest du selber, meine zweitletzte Frage, immer so Schlossdien daheim sein? Ich könnte mir vorstellen, dass ich so mal sporadisch da rein könnte hausen, um ein Projekt zu machen. Aber sonst bin ich ein Mensch, der Licht haben will. Ich brauche einen Raum, der Licht durchflutet ist. Und das ist natürlich in diesen mittelalterlichen Mauern schwierig. Und Geld heizen natürlich im Winter ist da natürlich kalt. Es ist natürlich nicht geheizt, oder? Doch, wo das Fräulein Hilti da innen gewohnt hat, sind sehr schöne und gute Öfen eingebaut worden. Wir sehen da im Hintergrund wahrscheinlich gerade einen. Genau, den sehen wir. Ja, das Fräulein Hilti hat im Winter allerdings im Tessin unten jeweils gehauset. Soviel ich weiss, vor allem, wo sie älter geworden ist. Ja, genau. Aber in der Übergangszeit hat sich da sicher sehr gut leben lassen in geheizten Räumen. Und jetzt meine letzte Frage an Andreas Schwarzer.
wenn man so vom Amt her schaut, das, was man beabsichtigt hat, 2.07, das neue Nutzungskonzept und dann eben auch die ausländische Sicht eingebracht, damit man in der Region und eben auch vom Ausland her, also das ein bisschen besser anschaut, anders anschaut und versteht, hat sich das ausgezahlt. Jetzt ist in der Tür zugegangen, da können wir nichts dafür. Ein Luftzug, das ist der Geist. Der Geist ist da. Hallo. Das ist glaube ich eine falsche Frage, aber wir machen es so weiter. Das kann nur ein guter Geist sein. Ein guter Geist, gut. Das kann nur ein guter Geist sein. Ich bin der Überzeugung, dass das, was sich der Kanton vorgenommen hat, dass das bis jetzt aufgegangen ist. Und die Beweise, die sind offensichtlich. Der Kanton hat beabsichtigt, dass mit dem Kunst- und Kulturschloss soll ein Schwungrad, ein Belebungselement, ein Ort stattfinden, wo sich die Leute dafür interessieren, wo anregt, wo inspiriert. Wenn man die Involvierung von der lokalen Bevölkerung in verschiedensten Formen, ob jetzt das Bergfinkli beim Singen, der Turnverein, ein Museumstag, Freunde, Anlässe, die am helfen sind, oder die Kunst- und Kulturschaffenden selber, die im Rahmen von der Programmation da drin sind, wenn man das Maß von der Involvierung als Gradmesser für die Bereicherung, für die Belebung nimmt, dann ist der Beweis definitiv erbracht. Wenn man schaut, wie viel das über das Werdenberg erzählt wird, dann meine ich auch den Beweis gebracht. In der Grand Tour auf Switzerland, wo das Schloss ganz prominent erschienen ist, die Auszeichnung von den schönsten Museen in der Schweiz, die wir haben. Und jetzt, gerade wie wir heute hat dürfen, neu erfahren, die internationale Architekturprämierung von den BBK-Architekten, die das Bistro gemacht haben als Best Architect 2018, dann zeigt, dass das so Initiativen ein relevanter Standortfaktor könnte werden, dass Kultur relevant ist für die Gesellschaft als solches, für eine Region, für eine Stadt, für eine Region. Und ich meine darum, dass das Projekt bis jetzt im Grundsatz absolut funktioniert hat, dass die Entwicklung aber nicht abgeschlossen sein darf. Darum auch ganz sicher die Freunde werden das weiterhin kritisch wohlwollend begleiten. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, was die langfristigen Effekte von dieser Initiative werden sein.